Guten Morgen und herzlich willkommen zum Update Wirtschaft live hier vom Frankfurter Börsenparkett, Ihrer täglichen Sendung vom Frankfurter Börsenparkett, von Ihrer ARD-Finanzmarktredaktion rund um Themen und Zusammenhänge um Wirtschaft, Politik und Geld. Und natürlich ist es auch in dieser Woche wieder so, dass die Politik das absolute Regime führt und dabei natürlich der Krieg in der Ukraine, der uns alle ja stark bewegt. Man kann ja kaum mehr das Gesicht von den Bildschirmen nehmen, um die Nachrichten aus Osteuropa zu verfolgen. Das Ganze sorgt ja für eine Flüchtlingswelle, die auch mit großer Sorge beobachtet wird. Die Hilfsbereitschaft der Menschen ist riesig. Am Ende des Tages wird sich aber dann eben auch natürlich die Frage stellen, wie das Ganze finanziell gestemmt werden soll. Für alle Beteiligten dieses Konfliktes, aber auch für die Außenstehenden ist das ein Riesending, das da zu stemmen ist. Die Finanzmärkte sind in heller Aufregung. Das hat sich in den vergangenen Tagen und Wochen gezeigt. Der deutsche Aktienindex hat bis vergangenen Freitag seit Jahresbeginn 18% eingebüßt. Noch spricht man davon, dass das Ganze eine ganz normale Korrektur ist, zumindest einer normalen Korrektur entspricht. Auf der anderen Seite aber ist die Befürchtung groß, dass sich die Talfahrt weiter fortsetzen könnte. Vor allen Dingen mit Blick auf die internationalen Märkte. Am Freitag haben sich die US-Märkte wie folgt aus dem Rennen verabschiedet. Der Dow Jones hatte 0,5% verloren. An der Technologiebörse Nasdaq ging es um 1,7% bergab und der S&P 500 verlor 0,8%. An den asiatischen Märkten zeigt sich, dass nach den Geschehnissen vom Wochenende doch eine Dramatisierung sich eingestellt hat. In Shanghai verlieren die Kurse 2,2%, in Hongkong über 3% das Minus, in Tokio knapp 3%. Und dem kann man sich natürlich auch an der Börse hier nicht entziehen. Der deutsche Aktienindex verliert zum Handelsauftakt 458 Punkte, steht jetzt bei 12.636. Ja, bei mir zu Gast ist Dr. Ulrich Kater. Er ist Chefvolkswirt der Deka Bank. Das ist die Fondsgesellschaft der Sparkassen. Herr Dr. Kater, am Wochenende dann doch dramatische Ereignisse. Ein ums andere Mal ist es gescheitert, Zivilisten aus den Krisengebieten zu evakuieren. Wie stellt sich die Lage aktuell aus Ihrer Sicht dar? Die Geschehnisse im Kriegsgebiet selber sind unübersichtlich und bieten auch noch einen Grund für die Börse, einen zusätzlichen Grund, nämlich die Thematik der weiteren militärischen Eskalation, die ja noch längst nicht geklärt ist. Aber die wesentliche ökonomische Meldung am Wochenende waren die Überlegungen in den Vereinigten Staaten, die Ölimporte aus Russland gänzlich einzustellen. Und das hat, obwohl Amerika kein großer Ölimporteur ist, das hat aber die Erdölmärkte jetzt am Wochenende und jetzt zum Wochenauftakt sehr bewegt und zu deutlichen Preissteigerungen geführt. Die können wir uns gleich mal anschauen, die Preissteigerungen. Denn in der Tat, beim Erdöl sieht man es ganz genau. Öl der Nordseesorte Brent, für uns ja sehr wichtig, ist um 9% teurer an diesem Montagmorgen. Gas hat sich gar nicht mal so stark verteuert, jetzt aber natürlich in den vergangenen Wochen. Und der russische Rubel, der ist weiter eingebrochen um noch mal 15%, ist quasi nicht mehr existent. Ja, aber Öl ist ja pro Fass an die 140 Dollar herangeklettert, hat sich jetzt wieder so ein bisschen beruhigt. Aber die meisten Beobachterinnen und Beobachter sagen, das geht so weiter. Ja, es wird noch eine Weile weitergehen. Wir reden hier von 12% der weltweiten Erdölproduktion, die aus Russland kommt. Das gesamte Energiesystem, insbesondere im Westen, aber auch in vielen anderen Ländern, auch in Asien, die eben jetzt kein russisches Erdöl mehr beziehen, das ganze Energiesystem umzustellen, geht natürlich nicht von heute auf morgen. Hier müssen Antworten gefunden werden. Und diese Unsicherheiten, wie die Lage am Erdölmarkt ist, welche Energien stattdessen den Bedarf ersetzen, die sind es, die jetzt die Preise treiben. Und da braucht es ein wenig Zeit, bis die Marktwirtschaften sich anpassen und dann auch diese Preiseffekte zurückgehen. Aber für die nächsten Wochen können wir in jedem Fall mit weiteren hohen und sogar noch steigenden Erdölpreisen rechnen. Sie haben es ja erwähnt, in den USA erwägt man laut auf Importe aus Russland zu verzichten. In der Ukraine sind die Forderungen laut geworden, dass man genau das tut, nämlich den Russen den Ölhahn abdrehen und sich selber damit dann auch. Glauben Sie, dass man sich in Europa diesem Druck wird lange verschließen können?
Der Druck ist natürlich in den Vereinigten Staaten geringer, weil die Amerikaner Selbstversorger sind. Aber auch in Europa wird man, glaube ich, mit Fortdauer des Krieges auch weitere Sanktionen noch erwägen. Das Problem an dieser Stelle ist, dass Russland in der Kriegszeit jetzt auch ökonomische Sanktionen schon fast als Kriegserklärung, als Kriegsbeteiligung ansieht. Und hier sind auch die militärischen Risiken, die sich daraus ergeben, zu erwägen. Zusätzlich steht natürlich der Finanzmarkt auch unter einem weiteren Druck, nämlich die enormen Ausfälle an russischen Zahlungen auch auf Finanzinstrumente zu verarbeiten. Wir sind hier im Bereich von 100 Milliarden US-Dollar. Und all diese Punkte, militärische Unsicherheit, Erdölmarkt und auch das Thema Ausfälle des russischen Bankensystems, das sind die Dinge, die an den Märkten zurzeit verarbeitet werden müssen. Und das erklärt diese Wucht, die dann doch jetzt geschieht. Das ist eine Sache, die in den nächsten Wochen und Monaten sich dann langsam entspannen wird, wenn Lösungen für die vielen, vielen Fragen ökonomischerseits, die jetzt aufgeworfen sind, wenn Lösungen dann präsentiert werden. Die Unternehmen haben aber auf die politischen Maßnahmen bereits reagiert. Es ist nicht mehr gerade schick oder gut fürs Image, mit Russland Geschäfte zu machen. Fängt an bei Schalke 04, dem Fußballverein, der ja auf seinen Sponsor verzichtet hat, Gazprom. BP hat sich von seinem 20%-Anteil an Rosneft getrennt. Das heißt, an den Energiemärkten weiter Turbulenzen. Deutsche Autohersteller, aber auch General Motors exportieren nicht mehr nach Russland. Was entwickelt sich da? Also zum einen eine sehr weitgehende und in der Geschichte in dieser Geschwindigkeit noch nicht verzeichnete Isolierung einer Volkswirtschaft, nämlich der russischen Volkswirtschaft von der Weltwirtschaft. Das bedeutet in Russland mittlerweile Einbrüche beim Bruttoinlandsprodukt, die eher im Bereich von 10% statt 5% liegen. Also eine Corona-ähnliche Rückschlag in der Wirtschaft ohne Erholungsperspektive, das muss man auch sagen, in den nächsten Jahren wird sich da auch nicht viel tun. Für die westlichen Marktwirtschaften bedeutet das natürlich aber auch, dass Lieferketten wieder umgestellt werden müssen. Es ist nicht so, dass das nicht ersetzbar wäre, was bisher aus Russland eingeführt worden ist, oder dass die Geschäftsprozesse, die jetzt in Russland stillgelegt werden von den Firmen, nicht ersetzbar werden. Aber alles ist eine Frage der Zeit. Sowas geht nicht von heute auf morgen, sondern benötigt Wochen, Monate, Quartale, je nach Prozess. Und es ist ja, Sie haben es gesagt, eine riesige Wucht, mit der diese Sanktionen auch seitens der Unternehmen Russland treffen. Kann man denn dieses Rad, sollte es zu einer Einigung in irgendeiner Form kommen, dann einfach wieder zurückdrehen? Oder ist das eine Entwicklung, mit der man sich auch in der deutschen Wirtschaft langfristig anfreunden werden muss? Das ist eine Frage, die politisch beantwortet werden muss. Ich sehe aus der jetzigen wirklich dramatischen und radikalen Veränderung der politischen Einschätzung Russlands eigentlich keine Möglichkeit, außer dem Regimewechsel in Russland hier wieder eine Kehrtwende herbeizuführen. Insofern stehen die Zeichen zurzeit auf eine andauernde Verfestigung dieser Verhältnisse, eine Isolierung Russlands in der Weltwirtschaft und im Westen eine dramatisch schnelle Umstellung der Produktionsprozesse, auch der Energiegewinnung, ohne den bisherigen Handelspartner Russland. Mit welchen Folgen für die deutsche Wirtschaft? Befürchten Sie einen Einbruch, Rezession? Das geht nicht spurlos am Bruttoinlandsprodukt, am Wachstum vorüber. Allein der Stillstand von einigen Produktionen, auch nur wochenweise, bevor Ersatz gefunden ist, der kostet natürlich Aktivität. Wir haben erstmal die Prognose für Deutschland dieses Jahr, es waren 3,5% nach Corona-Wachstum, kräftiges Wachstum, in der Prognose halbiert. Das heißt also nur noch ein Wachstum von 1,5 bis 1,7%. Wir müssen schauen, wie stark diese Rückwirkungen jetzt noch sind. Ich würde noch nicht von einer Rezession in Deutschland ausgehen. Aber hier haben wir auch das Thema militärische Eskalation, was uns eventuell ja auch noch ins Haus steht. Also die Risiken sind noch da, aber man kann davon ausgehen, sobald sich die Rahmenbedingungen, was den Konflikt angeht und die Einschätzung Russlands angeht, etwas verfestigen, dass die Marktwirtschaften sehr schnell daran bauen werden, für diese Nachkonfliktzeit einen weiteren festen Rahmen für die Wirtschaft umzusetzen. Stürmische Zeiten für die Wirtschaft, stürmische Zeiten für diese Welt. Danke, Ulrich Kater, Chefvolkswirt der Deka Bank, für diese Einschätzungen. Ja, und in der Tat werden wir Sie auch weiterhin natürlich auf dem Laufenden halten über die aktuellen wirtschaftlichen Entwicklungen. Es gibt aber bei aller Sorge um diesen Krieg auch andere Themen, die uns hier auch auf dem Frankfurter Börsenparkett und eigentlich auch Sie beschäftigen. Heute ist Equal Pay Day.
Das bedeutet Gleichbezahlungstag. Und die Tatsache, dass man einen solchen Tag überhaupt begeht, zeigt eben, die Ungerechtigkeiten sind da. Und da geht es vor allen Dingen darum, dass Frauen deutlich weniger verdienen als Männer. Daran hat sich in den vergangenen Jahren nichts geändert. Führt übrigens auch zu anderen Ungleichgewichten, zum Beispiel bei der Kreditvergabe, wie man hier sehen kann. Bei Krediten sind Frauen deutlich im Nachteil. Sie zahlen höhere Zinsen im Schnitt, 3,85% aktuell gegenüber Männern, die 3,6% zahlen. Und sie bekommen gar nicht so viele Angebote wie Männer. Die Quote der Antworten der Banken liegt bei 64%, bei Männern bei 71%. Warum das so ist, möchte ich jetzt mit Jutta Rump besprechen. Sie ist uns zugeschaltet und vom Institut für betriebliches Entgeltmanagement. Schönen guten Morgen, Frau Rump. Wie ist die aktuelle Situation in Sachen Bezahlung in Deutschland? Guten Morgen, Herr Wolf. Ja, also wir können im Moment davon ausgehen, dass Frauen über alle Branchen hinweg 18% weniger verdienen, als Männer das tun. Wir nennen das den sogenannten unbereinigten Gender Pay Gap. Und dann gibt es noch eine weitere Quote. Das bedeutet, wenn wir mal die Tätigkeiten nehmen und die gleichsetzen, die Qualifikationen ähnlich sind, wenn nicht sogar gleich sind, und auch letztendlich der Job, also der Beruf, die Beruflichkeit auch ähnlich beziehungsweise gleich ist, verdienen Frauen tatsächlich immer noch 6% weniger als Männer. Also mit anderen Worten, über die Jahre hinweg hat sich ein wenig verändert, wenn wir ein bisschen optimistisch sind. Aber wenn wir ein bisschen pessimistischer in die Zukunft blicken, dann wird das sicherlich noch 50 Jahre dauern, bis es tatsächlich zu einer Gleichbehandlung führt. Können sich das denn Unternehmen überhaupt noch erlauben, dass wenn sie ein Bewerbungsgespräch mit einer Frau führen oder eben mit einem Mann, dass sie dann der Frau sagen, du kriegst den Job aber für 6% weniger? Das werden sie, glaube ich, in einem Vorstellungsgespräch nie so zum Thema machen. Nee, aber natürlich ist es schon so, dadurch, dass wir seit einigen Jahren diesen Tag begehen, zeigt eigentlich sehr deutlich, dass wir das Thema auf die Vorderbühne zerren, also dass es kein Tabuthema mehr ist. Natürlich werden sie das nicht im Vorstellungsgespräch thematisieren als Arbeitgeber oder Arbeitgeberin. Aber faktisch ist es schon so, dass es schon auch in Verhandlungen so ist, dass man bestimmte Werte dort thematisiert, auch im Hintergrund thematisiert, die dann zu diesem Ungleichgewicht führt. Also ich gebe mal ein Beispiel dafür. Also Frauen werden beispielsweise weniger Erfahrungen zugeschrieben. Warum ist das so? Weil sie an der einen oder anderen Stelle Berufsunterbrechungen haben oder weil sie eine Karriere oder beziehungsweise einen Werdegang mit Teilzeit haben. Das heißt, hier wird das weniger an Arbeitszeit mit weniger an Erfahrung gleichgesetzt. Und wir wissen, glaube ich, alle, dass das so nicht ganz richtig ist. Aber nichtsdestotrotz, es gibt ganz bestimmte Zuschreibungen und ganz bestimmte Muster, die dazu führen, dass die Eingruppierung von Frauen dann geringer ist als die von Männern. Und das führt dann tatsächlich zu diesen unterschiedlichen Lohnhöhen. Sie haben es angesprochen, Frauen arbeiten eher in Teilzeit. Sie machen eher eine Pause, wenn es um den Nachwuchs geht, wenn es um die Familie geht. Das führt natürlich von allein zu Ungleichgewichten. Heißt das Ganze ist nicht ein wirtschaftliches, sondern eher ein gesellschaftliches Problem? Das Ganze ist ein Strukturthema. Hätten wir mehr Vereinbarkeit von Beruf und Familie, hätten wir mehr Kinderbetreuungsmöglichkeiten, würden wir auch weg aus den klassischen Rollenverteilungen herauskommen, die zum großen Teil gar nicht mehr gelebt werden, die aber immer noch in unseren Köpfen sind. Wir nennen das die sogenannten Unconscious Bias oder die unbewussten Zuschreibungen, die jeder von uns und jede von uns auch im Kopf hat. Wenn wir da an diesen Themen wirklich arbeiten könnten und würden und vermehrt würden, wir tun es ja schon seit einigen Jahren, dann würde im Zeitablauf tatsächlich diese Werte besser werden. Was muss denn die Politik dringend tun? Was schreiben Sie denen ins Hausaufgabenheft? Also was muss Politik tun? Wenn Sie mir erlauben, würde ich erst einmal, was kann Wirtschaft tun? Also ich denke mal, dieses Thema permanent auf die Agenda setzen und ein Stück weit auch darauf achten, wenn man seine Gehaltsstrukturen im Unternehmen einführt und auch immer wieder auf den Prüfstand stellt, auch das immer wieder zum Thema machen und immer wieder überprüfen. Und was kann Politik tun? Politik kann auch immer wieder darauf aufmerksam machen. Aber Politik kann jetzt nicht irgendwie verorten. Politik kann schon sagen, dass wer auch immer Recht hat, ein Recht darauf hat, in die Gehaltsstrukturen eines Arbeitgebers zu schauen. Aber das Verhandeln von Tarifverträgen
in denen übrigens eine Gender Pay Gap nicht auftaucht, sondern das ist tatsächlich eher eine Verhandlungssache, die dann quasi zwischen den Personen, zwischen den agierenden Personen auch ist. Also Politik kann darauf aufmerksam machen, aber das Thema wirklich bereinigen, das ist eine Fragestellung zwischen Arbeitgeber auf der einen Seite und Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen auf der anderen Seite und die Vertreter und Vertreterinnen der Arbeitnehmerschaft, nämlich die Betriebsräte und Personalräte. Auch dort muss also noch einiges an Bewusstsein geweckt werden. Vielen herzlichen Dank für Ihre Einschätzung und diesen Einblick in die Gehaltsstrukturen in diesem Land. Jutta Rumpf vom Institut für Betriebliches Entgeltmanagement. Ihnen noch einen schönen Tag. Ja, und damit sind wir bereits wieder am Ende unserer Wirtschaftssendung angekommen. Wir werden Sie natürlich weiter auf dem Laufenden halten, rund um wirtschaftliche Entwicklung und auch die Entwicklung hier an den Finanzmärkten, die ja im Moment ziemlich dramatische Formen annimmt. Weitere Informationen gibt es ansonsten bei den Kolleginnen und Kollegen von tagesschau.de und in den laufenden Programmen im Hörfunk und Fernsehen der ARD. Ihnen noch einen schönen Tag und machen Sie es gut.